Um eine einfache chemische Reaktion kinetisch im Griff zu haben, brauchen wir das Geschwindigkeitsgesetz mit der Angabe der Reaktionsordnung und wir brauchen die Arrhenius-Gleichung mit dem Frequenzfaktor und der Aktivierungsenergie. Dann können wir für beliebige Temperaturen Umsätze, Reaktionszeiten, Halbwertszeiten ermitteln. Was die Kinetik so kompliziert macht, ist, dass die meisten Reaktionen keine Elementarreaktionen sind. Also nicht so ablaufen, wie die Reaktionsgleichung es vorgibt, sondern aus mehreren Teilprozessen bestehen. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass der Zerfall von Acetaldehyd nicht so einfach passiert, wie hier oben formuliert, sondern mindestens drei Schritte für diesen Prozess relevant sind. Diese drei Schritte, die tatsächlich so ablaufen, wie sie da stehen, auf molekularer Ebene, heißen Elementarreaktionen. Für diese Elementarreaktion kann man auch das Geschwindigkeitsgesetz voraussagen. Es gilt, dass unimolekulare Elementarreaktionen erster Ordnung sind und bimolekulare Elementarreaktionen zweiter Ordnung sind. Unimolekular heißt, der Übergangszustand besteht nur aus einem Edukt. Bimolekular bedeutet, der Übergangszustand besteht aus zwei Edukten. Ein Mechanismus gilt dann als gesichert, wenn aus den Elementarreaktionen das Geschwindigkeitsgesetz, was experimentell ermittelt wurde, zusammengesetzt werden kann. Bisher haben wir nur Prozesse diskutiert, die von einem Edukt zu einem Produkt verliefen. Jetzt wollen wir Mechanismen diskutieren, die aus zwei Elementarschritten bestehen, nämlich zum Beispiel aus einer Hinreaktion und einer Rückreaktion oder aus einer Hinreaktion nach B und einer Hinreaktion nach D oder aber nach einer Reaktion nach B und einer weiteren Reaktion nach C. Bei einer Gleichgewichtsreaktion müssen wir für die Kinetik zwei Teilprozesse berücksichtigen. Die Hinreaktion, hier grün gezeichnet, mit der entsprechenden Geschwindigkeitskonstante und die Rückreaktion, hier rot gezeichnet, mit der entsprechenden Geschwindigkeitskonstante. Ein klassisches Beispiel einer Gleichgewichtsreaktion ist die Mutterrotation von Alpha-D-Glucose. In unserem mechanischen Modell haben wir jetzt also nicht nur einen Transport von Flüssigkeit von A nach B, sondern auch zurück von B nach A. Wir haben zwei Transportgefäße entsprechend den zwei Geschwindigkeitskonstanten. Für die Gesamtkinetik sind jetzt beide Teilprozesse wichtig. Die rot gezeichnete Rückreaktion stellt eine Quelle für das Edukt A dar. Die grün gezeichnete Hinreaktion stellt eine Senke für das Edukt A dar. Die gesamte Änderung der Konzentration von A wird durch diese beiden Teilgeschwindigkeiten beschrieben. Das hier ist das Geschwindigkeitsgesetz der Gleichgewichtsreaktion. Wenn wir es integrieren, erhalten wir die zeitliche Änderung der Konzentration von A und B. Von besonderer Bedeutung ist der Gleichgewichtszustand, der sich nach unendlicher Zeit einstellt. Bei diesem Gleichgewichtszustand sind Hinreaktion und Rückreaktion gleich schnell. Das bedeutet K rück mal B im Gleichgewicht gleich K hin mal A im Gleichgewicht. Durch Umstellen erhalten wir ganz zwanglos das Massenwirkungsgesetz, das wir jetzt kinetisch hergeleitet haben. Wir haben ein dynamisches Gleichgewicht. Im Gleichgewicht ändern sich die Konzentrationen zwar nicht mehr, aber Hin- und Rückreaktionen sind gleich schnell. Hier haben wir das Reaktionsprofil einer Gleichgewichtsreaktion. Grün eingezeichnet die Aktivierungsenergie der Hinreaktion. Rot eingezeichnet die Aktivierungsenergie der Rückreaktion. Diese ist in dem Fall größer als die grüne Aktivierungsenergie. Das bedeutet, die Gesamtreaktion ist exotherm. In der Tat besteht ein Zusammenhang zwischen den genetischen Größen EA und der thermodynamischen Größe Delta H in dieser Art und Weise. Bei einer Folgereaktion wird aus einem Ausgangsstoff ein Zwischenprodukt und daraus ein Endprodukt. Die Folgereaktion in unserem mechanischen Analogon. Wir haben ein Gefäß, mit dem wir aus A in B transportieren. Ein weiteres Gefäß, mit dem wir aus B in C transportieren. Die Größe des Gefäßes ist ein Maß für die Geschwindigkeitskonstante. Die grün gezeichnete Reaktion stellt eine Quelle für das Zwischenprodukt dar. Die rot gezeichnete stellt eine Senke für das Zwischenprodukt dar. Die
Die Gesamtkinetik ist hier beschrieben. Änderungsgeschwindigkeit von B ist gleich Bildungsgeschwindigkeit minus Zerfallsgeschwindigkeit. Wenn wir diese Gleichung integrieren, erhalten wir die Konzentrationszeitkurven einer Folgereaktion. Die Konzentration des Zwischenproduktes steigt an, erreicht ein Maximum und sinkt dann wieder ab. Wir können zwei Grenzwerte diskutieren. Bei stabilen Zwischenprodukten ist K1 sehr viel größer als K1'. Es ergibt sich, dass die Gesamtreaktionsgeschwindigkeit nur von K' abhängt. Bei instabilen Zwischenprodukten ist K1 sehr viel kleiner als K'. Es ergibt sich, dass die Gesamtreaktionsgeschwindigkeit nur von K1 abhängt. Die langsamste Teilreaktion bestimmt die Gesamtkinetik. Das ist das Prinzip des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes. Für instabile Zwischenprodukte gilt das sogenannte Bodensteinsche Quasi-Stationaritätsprinzip. Die Konzentration von instabilen Zwischenprodukten ist sehr gering und ändert sich zeitlich nicht. Die Bildungs- und Zerfallsgeschwindigkeit ist ungefähr gleich groß. Mit Hilfe dieses Prinzips kann man sich viele komplexe Mechanismen deutlich vereinfachen. Bei einer Folgereaktion bestimmt der langsamste Teilschritt die Kinetik der Gesamtreaktion. Der langsamste Teilschritt ist geschwindigkeitsbestimmt. Man spricht auch vom Flaschenhalsprinzip. Bei einer Parallelreaktion entsteht aus einem Edukt A entweder Produkt B oder Produkt C. Wir haben zwei Behälter, mit denen wir aus einem Volumen schöpfen, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Sowohl die grüne als auch die rote Reaktion sind Senken für das Edukt A. Die Gesamtänderung der Konzentration von A ergibt sich nach diesem Geschwindigkeitsgesetz. Integriert sieht das so aus. Interessant ist, dass wenn wir die Konzentration der beiden Produkte durcheinander dividieren, wir eine Konstante erhalten. Die Selektivität ist also während der gesamten Reaktion unverändert. Das ist das Wegscheidersche Prinzip. Bei einer Parallelreaktion, die kinetisch kontrolliert ist, entsteht bevorzugt das Produkt, welches schneller entsteht, bei dem die Aktivierungsenergie geringer ist. Kinetisch kontrolliert bedeutet, wir haben eine relativ tiefe Temperatur, wir haben einen Katalysator, wir haben auch nur kurze Reaktionszeit. Bei hoher Temperatur und langer Reaktionszeit spielt die Aktivierungsschwelle keine Rolle. Dann bildet sich bevorzugt das stabilere Produkt. Parallelreaktion und Folgereaktion kann man sich auch in einem elektrischen Analogon veranschaulichen. Bei Parallelschaltung von Widerständen bestimmt der kleinste Widerstand den Gesamtwiderstand. Bei Reihenschaltung von Widerständen bestimmt der größte Widerstand den Gesamtwiderstand. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei einer Parallelreaktion ist der schnellste Teilschritt. Bei vielen enzymkatalysierten Reaktionen wurde festgestellt, dass sich die Reaktionsordnung von 0 auf 1 ändert, wenn die Reaktion fortschreitet. Dieses Verhalten wird durch den Michaelis-Menten-Mechanismus erklärt. Nach Michaelis-Menten reagiert ein Substrat mit dem Enzym zu einem Enzym-Substrat-Komplex. Der Enzym-Substrat-Komplex kann zurückzerfallen zu den Ausgangsstoffen oder sich zu dem Produkt umsetzen. Wir haben also drei Teilprozesse. Der grüne Teilprozess ist eine Quelle des Enzym-Substrat-Komplexes. Der rote und der blaue Teilkomplex sind Senken des Enzym-Substrat-Komplexes. Wenn wir annehmen, dass der Enzym-Substrat-Komplex ein instabiles Zwischenprodukt ist und dafür das Quasi-Stationaritätsprinzip gilt, können wir Bildungs- und Zerfallsraten gleichsetzen und erhalten damit eine Möglichkeit, die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes zu berechnen. Mit dieser Konzentration ist es jetzt nicht mehr schwierig, die Reaktionsgeschwindigkeit auszudrücken. Wir erhalten die berühmte Michaelis-Menten-Gleichung. R ist K mal E0 mal S durch S plus Km. Wir sehen, dass bei hoher Substratkonzentration sich die Gleichung zu einer Kinetik nullter Ordnung vereinfacht und für eine niedrige Substratkonzentration
dieselbe Gleichung zu einer Kinetik erster Ordnung sich umwandelt. Zur Bestimmung der Michaelis-Menten-Konstante Km und der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit Rmax wählt man die doppelt inverse Auftragung 1 durch R gegen 1 durch S, die Leinweber-Burg-Auftragung. Man erhält dann eine Gerade, aus deren Achsenabschnitt und deren Steigung man die Kenngrößen ermitteln kann. Auch viele Kettenreaktionen verlaufen über instabile Zwischenprodukte. Bei dem Mechanismus dieser Reaktion kann man dann mit Erfolg das Quasi-Stationaritätsprinzip anwenden. Die Polymerisationsreaktion von Styrol etwa kann durch vier Elementarreaktionen beschrieben werden. Zerfall eines Startermoleküls, Kettenstart, Kettenwachstum und Kettenende. Die grüne Reaktion ist eine Quelle für Radikale, die rote Reaktion ist eine Senke für die Radikale. Wenn wir das Quasi-Stationaritätsprinzip anwenden, also Zerfallsrate gleich Bildungsrate für Radikale annehmen, können wir die Konzentration der Radikale ausrechnen und damit die Geschwindigkeit des Kettenfortschritts ermitteln. Es ergibt sich aus diesem Mechanismus, dass die Reaktionsgeschwindigkeit proportional der Wurzel aus der Starterkonzentration ist, ein Fakt, das sich auch experimentell bestätigt.